Die Mongolen sind in der Defensive. Wir schlagen zu, bevor sie sich formieren und beenden es. Ihr habt unsere Männer geopfert. Sie sind Soldaten. Ihr Blut klebt an unseren Händen. Ich umgehe die Brücke irgendwie. Vergifte den Feind. Ein feiger Anschlag. Ich will nur unser Volk retten. Und es lehren, uns zu fürchten? Folgt ihr weiter diesem Pfad? Seid ihr nicht besser als die Mongolen? Ich lehrte euch, mit Ehre zu kämpfen. Die Ehre ist am Strand gestorben. Der Khan verdient es zu leiden. Eure Gefühle kontrollieren euch. Ich opferte alles, was ich war, um unser Volk zu retten. Ich gebe ihnen Hoffnung. Ihr tut nichts! Jin. Nein. Wir sind fertig. Oh Mann. Aus der Dunkelheit. Sprich mit Yuna. Das war ja gerade was, ey. Aber er hat halt schon recht, wir sollten nicht so unehrenvoll, also ich meine, beide haben irgendwie recht. Der Khan hat auf jeden Fall verdient zu leiden, aber muss das unbedingt unehrenvoll passieren? Ich weiß nicht. So. Ich glaube, unsere Rüstung ist eh... Euer Schutz ist meine Pflicht. Gemaxt schon, ne? Ja, genau. Wir sehen uns wieder. Nicht viel machen. Ah, ein bisschen Zeug sammeln. Mittlerweile auch schon wieder super viele. Machen wir euren Stahl perfekt. Vorredam. Ja, gerne. Ausbalanciert, scharf und tödlich. Nice. Verzeiht. Nein. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Oh, 5 Gold fehlt noch und 5 Eisen. Okay, Gold ist, glaube ich, schwieriger zu besorgen. Ich weiß gar nicht, wo man das findet. Eisen liegt ja eigentlich immer überall rum. Eine Ehre, euch zu dienen, mein Herr. Oh, ich will das auch noch ausmaxen. Ah. Gucken, ob ich hier irgendwo noch was finde. Na, ich glaube, Gold ist wahrscheinlich schwieriger. Eisen habe ich schon mal. Jin. Ah ja, unsere Mission ist da, dann können wir mit dir reden. Fürstin Masako, ihr habt überlebt. Viele hatten weniger Glück. Ich war nicht da, als meine Söhne starben. Aber ich werde für diese hier in ihren letzten Stunden da sein. Fürst Shimura möchte bei Sonnenaufgang angreifen. Wenn es eine andere Strategie gibt, die vielleicht jemandes Kinder rettet. Könnte sein. Tut, was ihr tun müsst. Meine Unterstützung habt ihr. Also unsere Freunde sind für uns, aber warum gilt nicht so? Wo haben die hier ihr Gold versteckt? Brauche Gold. Ich glaube, hier werde ich wahrscheinlich auch nichts finden. Außer einen schönen Sonnenuntergang. Außer hier oben ist noch was versteckt. Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Boah, aber wie schön das aussieht mit dem Schnee. Mit den Bergen. Das ist schon cool. Naja, jetzt sind wir hier oben auf jeden Fall. Ja, schön, dass ich hier oben bin. Hier ist aber auch nichts. Oh, ich wollte gar nicht springen. Wollte gar nicht kaputt machen. Nochmal. Oh, ich cover. Übt weiter. Sensei. Fürst Shimura möchte die Brücke reparieren. Angriff bei Sonnenaufgang. Ein solches Wagnis erwartet der Khan nicht. Wenn wir zögern, kostet uns das mehr Leben. Es gäbe eine andere Lösung. Eine, die den Ehrenkodex eures Onkels verletzt? Eine, die Menschenleben rettet.
Seid vorsichtig, Sakai. Ihr seht das anders? Das sagte ich nicht. Schwierige Entscheidung. Ich glaube fast, dass ich die Entscheidung alles, wahrscheinlich noch treffen was euer muss. Bogen braucht. Ja, warum nicht? Ein unvergleichlicher Bogen. Euch Bambus. Fehlen die benötigten Materialien. Bambus. Tut mir leid. Verdammt. Ihr habt meinen Dank. Es ist mir eine Ehre, an eurem Bogen zu arbeiten. Gibt es hier zufällig noch Bambus? Das wäre sehr toll. Oder Gold. Ich bezweifle, dass die hier einfach so Gold rumliegen haben. Ah, Stahl. Tsushima trauert um euch. Fürst Sakai. Norio, ich hatte Angst, ihr würdet an der Brücke fallen. Es war knapp. Die Explosion warf mich zu Boden und trug diese tapferen Krieger ins Jenseits. Wir bestatten sie angemessen, sobald uns die Burg wieder gehört. Gibt es denn noch eine Chance? Es gibt immer eine Chance. Verliert nicht die Hoffnung, Norio. Niemals, mein Herr. Sie flicken die Brücke auf Befehl deines Onkels. Fürst Shimura will seinen Plan durchsetzen. Egal, wie viele Leben es kostet. Diese Menschen kamen zum Kämpfen her. Für dich. Wie viel Wolfswurz findest du in einer Stunde? Ein paar Handvoll. Sprich mit den anderen. Jeder soll sammeln, so viel er kann. Erstmal schön Gift machen. Du willst die Mongolen vergiften? Ich schleiche mich in die Burg und gebe es in ihren Trunk. Soll der Khan an seinem eigenen Blut ersticken? Dein Onkel wird es herausfinden. Ich weiß. Taka hat etwas für dich gemacht. Ich wusste nicht, ob du es willst. Doch jetzt, falls was passiert. Wird es nicht. Er würde es so wollen. Aus der Dunkelheit. Das ist unsere ganze Wolfswurz. Wird das ausreichen? Dafür sorge ich. Oh, haben wir ein neues Outfit an? Geistrüstung, ein Geschenk von Taka, um die Taktiken des Geistes zu unterstützen und das letzte Werk eines guten Freundes. Mal gucken, verringert die Geschwindigkeit, mit der dich Gegner bemerken um 25%, das ist, glaube ich, jetzt im Kampf eher, naja, nicht so wichtig, reduziert die Anzahl der Kills, die nötig sind, um die Geistkampfhaltung einzunehmen um 1, ja okay, ist jetzt nicht so viel. Kills haben eine Chance von 15%, einen nahen Gegner zu verängstigen. Ich glaube, wenn man das ein bisschen maxt, ist das bestimmt gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich kann es gerade gar nicht verbessern. Deswegen würde ich eigentlich meine Sakai-Clan-Rüstung weiterhin anbehalten. Auch wenn das gerade vielleicht ein bisschen respektlos ist, aber die ist einfach besser. Von der Sakai-Maske inspiriert und von einem guten Freund für den Geist gefertigt. Oh, die hätte ich mir auch noch angucken können. Geiststirnband. Ja. Kann er von mir aus gerne weitertragen. Und die Maske. Ah, sieht auch ziemlich cool aus. Kann er auch gerne tragen. Wenn ich den Turm erreiche, kann ich die Truppen des Khans ausspähen. Einen Weg finden, sie zu vergiften. Tja, ich habe wohl doch keine Wahl. Ja, er macht einfach. Weil er denkt, dass. Ich meine, ja. Ist natürlich ungeil, wenn noch mehr Leute sterben. Boah, das geht die Nieren ab. Aber, ja. Oh Gott, das könnte ja jetzt spannend werden. Das so unehrenhaft zu machen, wird Shimura auf jeden Fall verärgern. Das definitiv. Hm?
Ah, ich bin auch froh darum, dass ich das selber nicht entscheiden muss. Ich wüsste nicht, für was ich mich entscheiden wollen würde. Ob jetzt Jins Plan oder das von Shimura. Ja. Beides hat halt so seine Vor- und Nachteile. Ich schalte die Wachen lieber leise aus. Dann kann ich von oben alles ausspähen. Ja. Obwohl das auch schon wieder unehrenhaft ist, aber hey. Ich soll ja keinen Alarm auslösen, deswegen geht das wahrscheinlich auch nicht anders. Lief doch bestimmt noch einer rum, oder? Draußen auf jeden Fall. Oh, ich hätte einen langen Griff machen können. Naja. Ey, bleib hier. Der Turm ist gewandt. Wie kann ich sie jetzt alle am besten vergiften? Ach, Jin. Und so die Verteidigungsanlagen der Mongolen. Ach, hier. Der Gartenpfad. Schwach verteidigt, gute Deckung. Ein Strohhut. Ryoso, natürlich ist er hier. Warum sollte er auch nicht hier sein? Sie halten ein Festmahl. Ich vergifte die fermentierte Milch des Khans. Sein Schwein trinkt den Ayrak und ich töte die Überlebenden. Befestigte Anlagen, Sprengstoff. Mein Onkel führt uns in ein Massaker. Jetzt zum Ayrak, ohne dass jemand Alarm schlägt. Besser den Gartenpfad nehmen. Versuche sneaky zu sein. Mal gucken, wie gut das gelingt. Zur Not habe ich noch meine Geistkampffähigkeit. Ist ja gerade voll. Kommen wir denn hier am besten raus? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nein! Keine gute Idee! Ja, okay. Ah, das lief nicht so gut. War auch eine schlechte Idee, einfach da aus der Tür rauszukommen. Hätte vielleicht doch von hinten dann wieder nach vorne gehen sollen. Ja, geh nach unten. Von hier komme ich eigentlich gar nicht da durch, ne? Was sonst überhaupt hier ein Fenster? Ich hab doch nur diese doofe Tür. Schwierig. Ja, jetzt ist eh schon wieder zu spät. Ja, Samurai. Ein Fenster übersehen oder so, aber die waren ja alle vergittert. Obwohl, warte mal, die kann ja auch von hier vielleicht. Attentat kann ich auch ja schon mal machen. Ja, warum bin ich nicht gleich übers Dach runter? Bye.
beiden stehen da noch ein bisschen doof. Wir müssen... Okay, wir müssen hier durch. Okay, die sind da eh zu dritt, da werde ich wahrscheinlich eh nichts machen können. Ich sitze zwischen dich und gespannte Balance, um dich über das Schlachtfeld zu bewegen. Aha. Wenn mich hier keiner sieht. Ich dachte schon, er fällt da runter. Warum geht er denn plötzlich weg? Ich bin gar nicht da. Dreh dich um und geh weg. Geht doch. Jetzt zu ihrem Festmahl. Die Getränke vergiften. Da hat mich doch noch jemand gesehen. Hallo? Bin gar nicht da. Wie blöd die manchmal gucken. Wahrscheinlich schlau, wenn ich wieder auf so ein Dach gehe. Hoffe ich zumindest. Man könnte mich so gut einfach hier oben sehen. Ah, ich glaube, das ist hoffentlich eine gute Idee. Da links. Boah, hier sind halt echt viele Leute. Jetzt läuft er auch noch weg. Mann, ich wollte gerade einen Attentat machen. Vielleicht warte ich, bis der zurückkommt. Oder bleibt er da jetzt stehen? Das war so knapp. Hier ist gar keiner. Hätte ich vielleicht auch noch erledigen können. Naja. Jetzt ist eh zu spät. Dort lagern sie ihre Milch. Jetzt das Gift hinzugeben. Ja. Mann, warum hat mich denn der Dicke da gesehen? Der geht da wahrscheinlich jetzt auch zur Milch. Warum läufst du so schnell? So, jetzt noch das Essen und die andere Milch. Lecker Milch. Sehr unehrenhaft. Aber manchmal muss man wahrscheinlich einfach unehrenhaft sein. Betritt das Hauptgebäude, um den Kahn zu stellen.
Das auch noch alleine. Immerhin kriegen wir es in Entschlossenheit. Oh je, das wird so schlimm enden. Und am Ende muss uns wahrscheinlich fürs Shimura noch retten, weil wir wieder angekackt werden. Kann ich mir vorstellen. Oh, das wird bestimmt nicht gut enden. Aber vorher kann ich ja noch ein bisschen looten. Haben die irgendwo Gold? Brauchen wir noch Gold? Die haben nur 50.000 Millionen Vorräte. Jin. Wo ist der Khan? Nach Norden. Nach Norden? Ich soll ihm hier den Kopf des Geists bringen. Ich glaube nicht, dass das passiert. Hol ihn dir. Wieder einmal ein Kampf gegen ihn. Nein. Oh. Ich hätte dich töten können. Doch ich überzeugte den Khan, dir eine Chance zu geben. Er brachte Taka um. So wie du meine Männer. Ich verlor alles. Ja, irgendwie selber schuld, oder? Außer dich. Besiegen wir die Mongolen gemeinsam. Nach allem, was du getan hast! Sag allen, ich war dein Spion. Um das Vertrauen des Khans zu gewinnen. Den Geist glaubt man. Halt! Für ein komischer Plan von ihm. Du warst mein längster Freund, Ryuzo. Ergib dich. Und steh zu deinen Taten. Für uns beide. Ich kann nicht. Dann muss ich dich abschlachten. Tut mir leid. Du hättest dich ergeben sollen. Dein Onkel wird mich nicht töten. Rein in die Kerzen. Mann, ich hab schon mal gegen dich gekämpft und haushoch gewonnen. Du hältst mich nicht auf, Ryuzo. Das Gift. Du brichst den Eid deines Onkels. Du ließest mir keine Wahl. Oh, die ganzen Kerzen sehen sogar aus. Cooles Detail. Ich vergebe dir nie. Glaub ihm auch nicht so wirklich, dass er jetzt auf einmal nicht mehr dem Khan untersteht. Das ist auch ein perfider Plan von denen. Jin. Bitte. Leb wohl. Ob er ihn jetzt hätte noch umbringen müssen, aber okay. Und danke für den Sound Alert. Ah, ich glaube, er ist einfach so krass voller Rache, ey. Sonst hätte er die auch nicht alle vergiftet. Wird nicht so begeistert sein. Oh.
Die Burg gehört euch. Der Khan marschiert nordwärts. Wir können ihn abwehren. Ihr habt mir getrotzt! Ich tat, was ich musste. Für sie. Wollt ihr etwa so in Erinnerung bleiben? Er hat uns verteidigt. Und Angst und Chaos verbreitet. Es ist Krieg. Und ihr benehmt euch wie der Feind. Das ist nicht unser Weg. Euer Weg rettet unser Volk nicht. Der Shogun wird einen Kopf fordern. Doch es muss nicht eurer sein. Ich weiß, sie trieb euch dazu. Onkel. Schwört dem Geist ab. Schreibt doch ihr diese Gräueltat zu. Was sollt ihr da tun? Ihr seid Jin Shimura. Treuer Diener des Shoguns. Mein Erbe. Mein Sohn. Ich bin nicht euer Sohn. Wollte ich auch gerade sagen. Ich bin der Geist. Du bist mein Onkel, nicht mein Vater. Und wie die Mutti schon meinte, ich glaube, und unser Vater wäre stolz auf euch richten. Uns. Weil er ja ähnlich so war wie wir, meinte sie zumindest. Auch wenn es dir nicht so gefällt. Für Taka. Geht! Der Geist.